Schüttel, schüttel den Controller. Schon The Walking Dead Staffel 6 geguckt? Ich guck kein The Walking Dead. Jetzt kommt der große Aufschrei. Was? Was? Wie bitte? Warum? Was? Ich guck kein Walking Dead. Ist nicht mein Ding. Ist überhaupt nicht mein Ding. Outer 2 soll kein direkter Nachfolger sein. Neue Charaktere, neues Setting. Ja, ich weiß, aber die Kamera ist wieder mit dabei. Und es soll so irgendwie okkultig werden. Im neuen Setting. Und vielleicht im Dorf so. Aber wie gesagt, mehr will ich mich ja nicht spoilern lassen. Come closer. Das bin ich übrigens heute nach dem Abend. I'm not a patient. Ja. Lick. Was soll ich denn lecken? He's still alive. He's coming now. Chivago. 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 You can control it. Nobody. 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 Hallo, mein Freund. Wie geht's dir denn? Ciao. Ja. Du kannst mich mal. So. Aber du guckst viel The Walking Dead. Ja, genau. Hatte ich mal angefangen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, weiter zu gucken. Also die ersten zwei Folgen habe ich geguckt, aber generell The Walking Dead, die normalen, gucke ich gar nicht. Was? Was würdest du machen, wenn ich der Doc wäre? Oh Gott, ich würde weglaufen, glaube ich. Uah. Hallo. Oh, Buddy. Keine Ahnung, wenn du der Doc wärst, weiß ich nicht. Uah. Uah. Chivago, geh weg. Hallo. La 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 la. Ciao. Er würde dich im Fahrstuhl zerquetschen, ja. Ich glaube auch. Tschüss. Boah, das ging zügig mit dem Doktor. Gott sei Dank haben wir da keine Probleme gehabt. Also, direkt weiter geht's. So. Pipi-Pause, Pupi-Pause gibt's heute nicht. Nein, Quatsch. Also, wer muss, der muss gehen. Ja, der soll einfach gehen. Weil ihr verpasst ja hier großartig nichts. Ne? Weil ihr kennt ja alle Outlaws schon. So, la 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 la. So. Was willst du tun, wenn wir alle hinter dir stehen, Flexi? Was? Boah, hab ich mich jetzt vor meinem eigenen Schatten erschrocken, Alter. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde. Achso, meinst du das, wenn ihr mir alle über die Schulter gucken würdet, wenn ich streamen würde? Ich glaube, ich werde total nervös. Ich glaube, ich wäre total nervös. Glaube ich. Ja, ich meine ja. Aber wenn ich überlebe, wie viele Zuschauer ich zwischenzeitlich mal hatte, auch mal so in anderen Spielen und so. Boah, Alter, Finne. Ich weiß gar nicht mehr, was unser Rekord war. War das 180 oder so? Oder schon fast 200? Ich weiß das gar nicht mehr. Bei Alien war ja auch so viel, ne? Geh weg! Geh weg! Geh weg, du stinkst! Geh weg! Ich hätte ihn zuerst die Füße abschneiden sollen. Anfänger-Fail. So. Hashtag Survival. So, weiter geht's. Willkommen zur Let's Play Live schon alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde mal die Batterie nachladen. Das beste 204 bei PT, denke ich. Ja, stimmt, genau, da war ja auch noch was. Stimmt, PT war ja auch so viel. Das war ja, wie es rauskam, habe ich das ja gestreamt. Du schaust kein Walking Dead, aber viel The Walking Dead. Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Du, ich bin da gar nicht so der große. Ich habe ja mal gesagt gehabt, ich bin kein großer Serienfan. Also ich gucke sehr, sehr selten Serien. Weil, ich kann das nicht haben, wenn dann eine Serie gerade frisch rauskommt und dann, sag ich mal, kommt die erste oder zweite Staffel oder erste, zweite Folge und dann musst du wieder endlos warten, bis die zweite Folge kommt und oh nee, das kann ich nicht. Ich bin lieber der Filmegucker. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Used us.
LPLS on Tour mit Hexenbrett. Oh Gott, mit Ouija-Brett. Flex, warum hast du keine Vlog-Videos mehr? Weil ich keine Zeit dafür habe. Ich habe keine Zeit dafür und habe die Vlogs auch momentan privat gestellt, weil ich mir da noch ein bisschen was überlegen möchte. Ja? Seid mir da nicht böse drum, weil ich ganz einfach, ich wollte was anderes noch machen mit den Vlogs. Deswegen habe ich die auch erstmal privat gestellt und ich auch keine Zeit habe, weil ich so viel auch mit den Let's Plays, Videos schneiden zu tun habe. Und ich bin ja jetzt momentan auch gerade dabei, den Jahresrückblick zu schneiden von der Let's Play Live Show. Und puh, wie gesagt, 3-5 Stunden Videomaterial sich angucken alleine, um eine perfekte Stelle rauszufinden, ist schon nicht einfach. Na? So, Fear the Walking Dead spielt vor The Walking Dead. Ja, ich weiß. So, Slender's Arrival schon gespielt? Ja, natürlich. Klar, selbstverständlich. Hallo? Was wäre ich für ein Flexi, wenn ich keinen Slender's Arrival spielen würde hier in der Let's Play Live Show? Gibt's übrigens ein Best-of bei mir auf meinem YouTube-Channel. Kannst du dir angucken. Best-of Slender heißt das. Muss man unter der Playlist Best-of nachschauen, da findest du das. Guck's einfach hier unten, YouTube-Channel ReflexGR. Da findest du dann auf YouTube meinen Channel. Soll jetzt eigentlich noch The Last of Us in Film rauskommen? Ja, soll kommen. Soll kommen, auf jeden Fall. Also habe ich mir zumindest sagen lassen, das soll kommen. Wann der aber kommt, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe da keinen Bezug zu. Ich habe da auch noch nichts von Neues gelesen. Warte, ich gehe mal eben hier ein. Werbung. Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ah, jetzt gibt er einen Ladebildschirm, ne? Genau. Ladebildschirm. Prost zusammen. Da steht übrigens mein YouTube-Channel. Falls da einer mal gucken möchte oder so. Wie heißen die Pimmelmänner bei euch? Die heißen bei uns Mengele-Brüder. Ja, verstehst schon. Mengele-Brüder. Mengele. Wegen der Kräuterbutter. Schön immer einfetten. Pimmelberger ist auch ein schöner Name für die eigentlich. Die Pimmelbergers. Überleg mal, du heißt wirklich mit Nachnamen Pimmelberger. Alter, ich würde so meinen Namen ändern lassen. Das gibt's gar nicht. Schönen guten Tag, Pimmelberger am Apparat. Wie geht's Ihnen? Kannst du mal bitte einmal das Paket an die Familie Pimmelberger abgeben? Ja, natürlich. Wow, ich springe auch noch an die Leiter vorbei. Verdammt. So. Die Mengele-Brüder. Lalalala. So, mach Kamera an. Ich sehe nichts. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Mein Gott, was für Themen wir schon haben. Das ist noch keine 22 Uhr. Ich entschuldige mich dafür. Das Problem ist einfach, weil ich jetzt schon Outlast spiele, habe ich das so im Gefühl, dass wir schon 22 Uhr haben. Aber das haben wir noch gar nicht. Also normalerweise hier in der Let's Play Live Show für die Leute, die neu sind, ist es so, dass wir mal von 20 bis 22 Uhr spielen, wenn wir normale Spiele. Wie dann so ein Rennspiel oder ein Actionspiel. Oder halt ein Shooter oder sowas. Und dann ab 22 Uhr bis 0 Uhr ist dann immer Horrorspiele. Ja? Und das hat sich so eingebürgert. Und, ja. Heute ist natürlich, wie gesagt, bis Open End. Pimmelberger! Soll es ein Speedrun werden? Nein. Du darfst hier bei mir, wenn ich sage Speedrun, dann heißt es bei mir immer Speedy Run Fun Fun. Speedy Run Run Fun Fun. Oder Speedy Run Fun. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie so. Man darf den nicht zu ernst nehmen. Wie gesagt, ich kann das Spiel im Schlaf. Ne, deswegen. So. Everywhere. So. Wie nett. Die Pimmelbergers. Das ist eine neue Familiensendung. Die kommt bald. Aber nicht hier auf dem Channel. Weißt du ja noch, wo du den Wahnsinnsmodus probiert hattest? Ja, oh mein Gott. Damit hat ja die Let's Play Live schon angefangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich 5 Tage gebraucht, um erst einmal den Wahnsinnsmodus durchzuschaffen. Um herauszufinden, wie die Gegner reagieren. Wow. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Scheiße, ich sehe nichts.
Die Kamera ist ausgegangen. Da hatte ich jetzt aber echt Glück gehabt. Alter Schwede. Heute Open End, ja. XXL. LPLS XXL. Also beim ersten Mal, ja, Wahnsinn. Wie oft hast du schon durchgespielt? Oh Gott. Frag am besten mal die Community hier, die weiß es am besten. Also am besten die Stammzuschauer und so. Die wissen wahrscheinlich am besten, wie oft ich durchgespielt habe. Weil ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ja, das Schöne ist, ich kann spielen und gleichzeitig auch den Chat verfolgen. Das ist ja das Tolle dabei. So. Hallo Patrick, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum Halloween Horror Special. Schön, dass du eingeschaltet hast. Eigentlich ist Outlast für uns gar kein Horrorspiel mehr so, also jetzt der erste Teil, sondern eher so Unterhaltungssendung. Mit nebenbei zocken. Ist doch so, oder? Würde ich sagen, ja. Das läuft so wie so ein Film ab eigentlich quasi. Ne? Und nebenbei quatschen wir ein bisschen über dies und das. So. La 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 la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal hat das durch. 80 Mal, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, wie gesagt. Woher ich komme? Ich komme aus dem Nordrhein-Westfalen. Aus NRW. So. Warte, der müsste jetzt da angerannt kommen eigentlich. Eigentlich müsste er... Na, ja, der geht spazieren. Ich dachte, der kommt mal angerannt, ey, der Affe. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ciao. So, tschüss. Ja, ja, ciao. La 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 la. Ja. So, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, den Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Boah, seit über anderthalb Jahr jetzt schon. Folge 181 heute. Ich komme aus Tirol. Oh, cool. Ja, schöne Grüße nach Tirol. Hui, geil. Wollte ich auch mal hin. War ich noch nie gewesen. Spielen danach Whistleblower, please. Ja, natürlich spielen wir danach Whistleblower. Hallo? Natürlich. Trace? Ist es richtig ausgesprochen? The Trace? Nimm die Scheißsicherung. Nimm die Scheißsicherung. Was? Flexi beherrscht dieses Spiel wie David Guetta sein... Was? Seine Geige? Ach so. Ich dachte seine Plattenteller. Wo bleibt denn der? Scheiße, ich muss die Batterie nachladen. Oh, fuck. Scheiße. Seine Geige vor allen Dingen. Scheiße, der soll abhauen. Wenn er uns jetzt kriegt, sind wir verloren. Geh weg. Scheiße. Jetzt rennt er nach da hinten und da ist keine Tür, ne? Egal. Ciao. Was bläst du gerne? Whistle? Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Let me know. La 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 la. So. La la. Meine Güte. Alter, seid ihr wahnsinnig. 23 Zuschauer. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr da seid. Und willkommen zum Halloween Horror Special in der LPLS. Mein Gott, Wahnsinn. Seine Geige. Outlast 1, 2 Whistleblower, 3 Daylight, 4 Slender, 5 Until Dawn. Was? Also so steht es zumindest nicht auf meinem Streamplan drauf. Zettelchen. Wie alt? Oh, ich bin sehr alt. Ich bin so alt, dass ich mein eigenes Alter vergessen habe. Ich glaube, die anderen wissen, glaube ich, wie alt ich bin. Das ist das Schlimme dabei. Ich bin zu alt. Ich bin zu alt eigentlich schon für hier so Horrorspiele. Ich kriege manchmal echt einen Herzklabaster. Vor allem, wenn du Slender das Best-of siehst, dann weißt du warum. Oder Soma zum Beispiel. Kannst du ja auch angucken. Ist ja auch ein Live-LP gewesen. Gibt's ja auch schon auf YouTube zu sehen. Soma würde ich denken. Du denkst zu viel.
Wenn du denkst, du denkst, dann hast du schon gewonnen. Wann kommt Slender? Weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Nein, weiß ich schon, natürlich. Flex ist 76. Hallo, meine Freunde, und willkommen zu Outlast. Nein! Scheiße, fuck. Verdammt, das kostet Zeit jetzt. Scheiße, das kostet jetzt echt Zeit. Was spielst du, wenn du mit Outlast durch bist? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, musst dranbleiben. Heute im Horror-Special gibt's heute jede Stunde ein neues Spiel. Frische 18 ist er. Ja, natürlich. Ich bin sehr frische 18, natürlich. Schon Sinister geschaut? Ja, natürlich. Hallo? Ich liebe den Film. Der ist so geil. Vor allem Gartenarbeit finde ich den Film ganz geil. Also in dem Film. Da geht es ja darum, dass er da so Filme findet oben auf dem Dachboden. So alte, so 8-Spur-Bänder. Und dann stehen da so lustige Namen drauf, wie zum Beispiel Gartenarbeit. Und ich finde das so geil. Gartenarbeit. Er ist bestimmt 14. Hallo meine Freunde und willkommen zu Outlast. Ich bin einfach viel zu jung eigentlich, das Spiel zu spielen. Aber ich tue es trotzdem. Meine Mama und Papa haben mir das nicht erlaubt. So. Lalalala. Immer diese Rennerei hier, ne? Verdammt, schrecklich. Ja, sind wir ja gleich schon durch, wa? Sind ist das geil, ja. So. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Natürlich. Ciao. Soll ja auch, glaube ich, einen zweiten Teil kommen von Sinister. Weil ich das mitbekommen habe. Euer Fernseher ist übrigens kaputt. Meiner auch. Lal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 a. Ich bin ganz ehrlich, ich bin 13. Oh, hallo. Schön, dass das da ist. Raus! Nein, natürlich nicht. Bleibt ihr eben selbst überlassen, ob er schaut oder nicht schaut. Eigentlich ja, ist das Spiel ja ab 18? Oder ist es ab 16? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ab 16, ne? Mann, lad nach die Kacke. Los! Ich glaube, wir werden es bis 9 Uhr nicht schaffen. Da müssen wir ein bisschen überziehen. Aber da kriegen wir hin. Ich denke mal, Outlast, ne? Können wir ruhig überziehen, oder? Was meint ihr? Sollen wir Outlast überziehen? Ja, ne? Müssen wir ja. Sonst schaffen wir das, glaube ich, gar nicht. Obwohl wir eigentlich schon relativ weit sind, ne? Wir sind eigentlich gut on Tour. Obwohl, wir könnten das eigentlich schaffen bis 9 Uhr. Was? Wie machst du das? Ich sterbe immer, weil der Typ nicht springen will. Oder die Gegner schummeln, wie die Gegner schummeln. Und wie nicht springen will. Achso, wenn du über irgendwas drüber springen willst, musst du immer ein bisschen nach unten gucken. Zum Beispiel über den Tisch. Musst du immer den Tisch so ein bisschen angucken. Den Tisch. Musst du immer so ein bisschen angucken. Ja, und du musst immer sehr spät springen bei so Klippen und sowas. Outlast ist PEGI und Uncut. Ah, okay. Okay, guck an. Na, siehst du, so wie hier zum Beispiel. So ein bisschen den Tisch angucken, dann geht's. Ich habe trotzdem schon Sinister und so gesehen. Was? Was? Das kann ich aber einer gar nicht glauben. Was, ich zocke es heute zum ersten Mal? Ach so. Krass. Lucy BB 89, glaube ich, ne? Willkommen erstmal zu Let's Play Live. Schön, dass du da bist. Mach einfach überlängert, natürlich. Schön, dass ihr da seid. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es hier Let's Play Live Show. Jetzt schon seit über anderthalb Jahren. Folge 181 heute. Im Halloween Horror Special in der LPLS. Ja, vor anderthalb Jahren haben wir angefangen hier. Mein Gott. Kommt vor, als ob es gestern gewesen wäre. Will er keine Schleichwerbung machen, ne? Dankeschön, Dose. Jetzt ist irgendwie so ein Tropfen wieder reingefallen und dann so platsch ins Auge. Hallo Sweet Standard, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du da bist und willkommen zum Halloween Horror Special. Alter, direkt ins Auge gespritzt. Ist ja ekelig. Hört sich falsch an irgendwie. Boah. So. Mhm.
Gruselig, 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 gruselig. So. Dum-di-dum-di-dum. Ja. Wieder mal guckt, ne? Sieht aus, als ob der gerade vom Optiker kam oder so. Zumindest nach den Augen nachzuurteilen. Amnesia schon gespielt? Natürlich. Beide Teile. Aber ich fand den zweiten nicht so gut. Den ersten fand ich besser. Ja, und Soma natürlich vor kurzem auch. Zum Beispiel, wo man wegen dem Feuer auf diesen... Was? Fleischhaufen fliegt? Ich gehe die Treppe hoch und Merkel kommt und packt mich, obwohl ich oben bin. Er geht nur... Was? Er geht nur ein bisschen die Treppe und packt... Ach, scheiße, jetzt bin ich... Scheiße, fuck. Total falsch gelaufen. Ich hätte einfach hierhin gemusst. Da drüben eigentlich. Und er packt mich. Du musst, wenn er die Treppe runterkommt, hinter der Treppe dich verstecken und ihn dann rumlaufen lassen. Und wenn er drüben an der Treppe ist, gehst du vorne rum. Und du lässt ihn hinter die Treppe laufen. Wenn er hinter die Treppe läuft, wenn er hinter die Treppe ist, musst du einfach die Treppe dann hochrennen. Und dann einfach komplett einmal drumherum rennen. Aber das braucht alles Zeit. Wie gesagt, wenn man das einmal so... Ich habe ja auch 5 Tage gebraucht, bis ich das erste Mal so gut konnte. Ne, bis ich wusste, wie ich da zu handhaben habe. Ach, wie ich das alles machen muss. So. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Ja, gut. Das ist ganz normal. Das hatte ich am Anfang auch. So. Willkommen zum Halloween Horror Special hier in der LPLS. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, da sind wir schon fast am Ende. Und wir haben noch keine 9 Uhr. Das passt. Aber ich glaube, 5 Minuten schaffen wir nicht. Wir müssen ja noch das Gelaber vom Doktor uns anhören. Ne? Vom Dr. Bob kommt ja jetzt auch noch das Gequatsche jetzt hier. Da ist er. Und dieses Kreuz kam mir sehr verdächtig vor. In dem Trailer übrigens bei Outlast 2. Das hat mich nämlich direkt an diese Stelle dran erinnert. Mein Job. Du allein shall escape the Telfer. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. And together, we will be free. Du hast den Aufzug repariert, natürlich. Aber wo ist der Doktor hin? Ja, brennen! Entschuldigung. So, wir müssen ja wieder zurück. So. Also auf geht's. Was? Hexe. So. Finale. Oh. I'm coming. Ciao. Oh, ich glaube, der ist sauer. Oh ja, ich glaube, der ist sauer. Alter Schwede. Wow. Alter Schwede. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Wow. Alter Finne. Alter, war der nah. Der war richtig nah. Der hat abgekürzt, die Drecksau. Die Drecksau hat die erste Tür genommen. Ich dachte, der nimmt die Tür, wo wir rausgegangen sind. Alter, was eine Drecksau. Alter Schwede. Alter Finne. Ich mag Züge. Ja, das tust du. Boah. Man is on fire.
Alter Finne. Alter Verwalter.